Hi zusammen und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin heute ein wenig nervös und zwar habe ich heute mein erstes Tauschpaket. Ich habe die liebe Alida von Family for Life, von dem Kanal, gefragt, ob sie Lust hat, mit mir ein Tauschpaket zu machen. Und sie hat direkt zugestimmt, was mich total freut. Und ja, jetzt habe ich hier das Paket von ihr stehen. Hier ist es. Und ich freue mich so, da reise schon, ich bin so nervös, weil es ist halt mein erstes Tauschpaket, ne? Also so einen kleinen Hintergrund, warum wir uns kennen. Ich verlinke auch ihren Kanal und das Video zu dem Tauschpaket, also was ich ihr zugeschickt habe. Das verlinke ich unten in der Infobox, da könnt ihr dann einmal draufklicken, wenn euch das interessiert. Und ja, die Alida und ich, wir haben uns so kennengelernt, dass sie meine Videos geschaut hat und immer total die lieben, netten Kommentare unter meinem Video geschrieben hat. Und irgendwann hat mich interessiert, wer irgendwie die Person ist. Und dann habe ich irgendwie festgestellt, dass sie auch einen YouTube-Kanal hat. Und ich muss euch sagen, sie hat so eine wahnsinnig beruhigende Stimme. Das ist... Oh, Leute, wenn ich mir ihre Videos anschaue, abends, vor allem abends, weil sie hat so eine... Boah, sie strahlt so eine ruhige... Mutterliebe irgendwie aus. Also so empfinde ich das und sie ist halt einfach so mega beruhigend und alles, also alles, was sie anfasst, alles ist so mit Liebe, Liebe zum Detail. Ich kann euch das gar nicht beschreiben, aber es ist auf jeden Fall ein super, super schöner Kanal und ich mag sie wirklich sehr gerne. Ich gucke ihre Videos sehr gerne und wie gesagt, schaut auf jeden Fall bei ihr vorbei. Und ich würde sagen, wir schauen mal, was sie mir geschickt hat. Oh mein Gott. Ja, und was ich noch sagen wollte, die Alida, die hat auch Kinder. Ich weiß jetzt gar nicht, ob zwei oder drei. Ich bin immer davon ausgegangen, sie hat zwei Kinder. Aber letztens hat sie bei Instagram, Insta-Stories sind übrigens auch immer sehr gut von ihr, hat sie ihre beiden Jungs gezeigt. Aber ich dachte, sie hätte nur einen Jungen und ein Mädel. Ja. Und ich finde das krass, also ich komme ja schon gar nicht hinterher irgendwie mit YouTube. Ich würde ja viel mehr gerne, also ich würde lieber viel mehr Videos drehen, als ich hochladen kann. Aber irgendwie, ne, wenn man Vollzeit arbeitet und so, schaffe ich das leider halt oftmals nur am Wochenende. Und ja, dass sie das dann halt so hinkriegt als Ehefrau, Kinder und ja. Aber sie hat auch alles so schön eingepackt. Was heißt auch? Ich hab... Geht so. Geht so. Oh Gott, ich muss das hier voll aufreißen. So, so sieht es aus. Das Paket. Oh, sie hat sich total die Mühe gegeben. Voll schön. So. Okay. Hey, liebe Vanessa, ich freue mich sehr über das Tauschpaket mit dir. Hoffe sehr, die Auswahl der Produkte gefällt dir, genauso gut wie uns, mir. Bin sehr gespannt auf dein Paket. Liebe Grüße, Alida. Da ist das kleine Kärtchen. Oh ja. Also, als erstes hat sie mir Proben reingelegt. Einmal hier von Palmolive. Ein Feel Glamorous Pampering Shower Scrub. So sieht das aus. Dann hat sie von Botanicals Fresh Care, die Marke sagt mir jetzt nichts, Safflorblüten, Soja und Kakao, Kokosöl für seidiges Haar. Sehr schön, ich liebe ja Proben. Das kommt ja auch alles immer in meine Aufgebrauchtbox, ne? Und meine beste Freundin sagt auch schon mal, wie kannst du jedes bisschen irgendwie zeigen, ne? Aber gehört halt dazu. Und dann noch eine Probe vom Make-up von Clinique. So, oh mein Gott, warum hat sie so viel? Also wir haben 20 Euro ausgemacht. Oh mein Gott. Ich habe gar nicht so viele Produkte. Ah. So. Nach einem langen Tag dem Körper was Gutes tun. Was könnte da wohl drin sein? Erste Paket. Das erste kleine Päckchen. So, ich bin ja ein kleiner Messi. Wow, da fällt schon raus. Ich bin ja mal ein kleiner Messi. Ich behalte hier oftmals diese Geschenktüten. Boah, ey, richtiger Messi. Oh, schön. Von Isana, Badesalz, deine Traumzeit mit Lavendelöl. Geil. Geil, würde ich jetzt schon dran riechen. Entspannendes Badesalz mit Lavendel und Vanille. Ich liebe ja Vanille und Lavendel auch. Und geil, und gerade Lavendel, so wenn man von der Arbeit kommt, gestresst ist, davon kann man ja sehr, sehr gut schlafen. Also wer Probleme hat mit dem Schlafen,
versucht mal Lavendel. Zum Beispiel ja dann auch so ein Duschbad oder so ein Badesalz. Genau. So, da ist noch was drin. Ah, Cremeöl-Peeling von Kneipp. Mega. Verwöhnendes Cremeöl-Peeling mit Kameli und Argan. Argan ist ja auch sehr, sehr gut. Und das kann man natürlich dann super nach diesem Bad machen. Dann das Peeling dazu. Und Kneipp ist natürlich auch ein sehr, sehr favorisiertes Unternehmen, Firma von mir. So, unser meistgeliebtes Produkt. Hoffe, der Duft gefällt dir so gut wie uns. Also so sieht's aus. Aber ich finde das auch so süß, dass sie halt uns sagt. Ne? Daran merkt man, sie ist halt nicht so ego oder so. Nein, sie denkt so an ihre Familie und so. Das finde ich so schön. Nicht so ego wie ich. Oh nein. Oh nein, der Moritz wird jetzt wieder sagen, das ist dein Produkt. Oh nein. Oh, also wenn jetzt ein Mitarbeiter von mir das Video gucken würde, wüsst ihr genau, was los ist. Das ist ein Feen milde Seife Fairy Dust mit magischem Schimmer, mit süßem Erdbeerduft. Oh mein Gott, ich habe das noch nie gesehen. Wie schön ist das denn? Oh mein Gott, ist das süß. Oh. Was ist das denn bitte für ein geiler Geruch? Oh mein Gott, als wenn ich in einem Erdbeerfeld baden würde. Mega in love. So, nächstes. Die Farbe gefallen mir sehr gut. Die Farben gefallen mir sehr gut. Dir werden sie ganz gut stehen. Mir werden die Farben ganz gut stehen. Also ich vermute mal dekorative Kosmetik. Boah, sie hat das zehnmal schöner eingepackt als ich, ne? Oh Gott. Alida, ich entschuldige mich jetzt schon dafür. Boah, einpacken. Das ist ja... Also irgendwann, wenn ich ganz, 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 ganz reich bin, dann werde ich mir Weihnachten immer jemanden kommen lassen, der meine Weihnachtsgeschenke einpackt. Weil meine Weihnachtsgeschenke sehen immer so aus, oder Geburtstagsgeschenke, als wenn das ein dreijähriges Kind eingepackt hätte. Also Katastrophe. Also, Rival de Loupe. Matte Couture. Geil, Leute, schaut mal. Das sind hier die Lippenprodukte, Matte Liquid, ich liebe ja matte Produkte, Lipstick und Lip Liner. Soll ich die euch mal auspacken? Das ist so ähnlich wie dieses Kit von Kylie Jenner. Also so sieht das aus. Das ist einmal die Farbe Pleats und einmal die Farbe Organza. Einmal haben wir da den Konturen Lip Liner. Boah, butterweich. Und dann einmal so, total 90s, stehe ich ja voll drauf. So, die 90er Lippe. Da sind wir dann auch wieder bei Kylie Jenner. Die hat das ja erst damals so richtig nochmal im Trend gebracht. Aber ich habe das schon früher immer, in der Schule und immer, diese braune Umrandung um die Lippen und da drin dann ein bisschen heller. Habe ich schon immer drauf gestanden. Die geht ein bisschen ins Rötliche. Auch mega schön. Ich glaube, die mag ich sogar. Ah, ich mag beide so gerne. Wow. Boah, der ist richtig, richtig schön. Das ist voll meins. Das. Oh, richtig schön. Das ist der Lip Liner. Mega schöne Farben. Geil, geil, geil. Wuhu, ich freue mich. So, wir lieben es. Wir lieben es. Mal gucken, was Family for Life so liebt. Ah, was zum Naschen. Das gesunde Plus. Hustenbonbons. Ey, Wahnsinn. Der Moritz hustet sich ja gerade zu Tode und Bonn ist einer der Städte, die tatsächlich von der Grippewelle richtig, richtig stark betroffen ist. Also hier ist wirklich jeder Mensch krank, die Kliniken sind voll, die Ärzte nehmen keine Leute mehr, dass wir jetzt nicht mit Mundschutz durch die Straße laufen müssen. Das ist das Einzige, also wirklich hier in Bonn ist jeder krank. Und ja, dafür ist es natürlich mega passend, dass du uns jetzt Hustenbonbons geschickt hast, ne? Weil die kann man aktuell wirklich sehr, sehr gut gebrauchen. Die sind jetzt für Kinder, also für mich. Rote und gelbe Früchte mit 8 Vitaminen ohne Zucker. Mega. Ich würde jetzt gerne einen essen, aber ich weiß, Vanille kann ich reden und essen. Riecht und pflegt gut. Na gut, jetzt aber auch spannend gemacht.
Lippenpflege Crazy Coco. Geil, das muss ich jetzt mal direkt auspacken. Für zarte Lippen. Limited Edition, geil. Aber ich liebe ja Fotos, ne? Aber Leute, das ist für mich Urlaub. Ich kann jetzt keine Kokosprodukte, das geht nicht. Ich kann jetzt noch nicht so Kokosprodukte benutzen. Erst ab Sommer anfangen. Erst wenn wirklich Sommer da ist, dann kommen die Kokosprodukte. Also Kokossachen kommen erst wirklich im Sommer. In meine Badewanne oder in mein Shampoo oder in mein Duschgel. Seid ihr da auch so? Oder bin ich allein so? Ah, geil. Boah, Lida, ich liebe dich. Ohne Witz. Mega. Warm Cinnamon Nights von Tracklin Moon. Das ist ein Duschgel. Als sie tiefer in der warmen Zimtduft der Schaumblase sank, schmolzen am Fenster die Eisblumen. Lautlos kuschelt sich draußen die magische Schneekugelwelt in ihrer weißen Decke. Ach, so süß. Da sind immer so schöne Sätze drauf. Und ich habe ja das erste Mal jetzt vor kurzem Tracklin Moon auch so eine kleine Probe gehabt, weil ich die Körperlotion, die nach Vanille riecht. Und oh mein Gott, was soll ich euch sagen? Absolut mega geil. Also dieser Vanillegeruch, oh, ein Traum. Also diese Düfte davon, die sind wirklich immer sehr extrem, sehr stark, aber nicht unangenehm. Also richtig angenehm, aber geil. Als wenn man einfach irgendwo reinbeißen möchte. Und sie halten halt lange auch auf der Haut. So. Oh mein Gott. Das riecht bestimmt nach Glühwein. Aber süßen Glühwein. Also lecker. Ich mag keinen Glühwein, aber geilen süßen Glühwein. Ja. Leckeren süßen Glühwein. Aber richtig süßen Glühwein. Genauso riecht das. Oh ja, das ist natürlich jetzt perfekt für diese Jahreszeit, ne? Oh. Thank you. So, weiter geht's. Viel Spaß beim Brennen. Ich wollte eigentlich nicht brennen. Viel Spaß beim Brennen. Ah, Kerzen. Geil. In Beeren-Sorbet-Duft. Ah, ich liebe Kerzen. Kerzen sind immer bei mir im Haus. Ich mache es mir immer gemütlich. Du hast auch viele Kerzen an. Das kann ich mir bei dir auch nämlich ganz gut vorstellen. Das habe ich nämlich auch bei deinem Valentinstag-Insta-Story-Tisch nämlich auch schon so gesehen. Mein heißgeliebter Liebling. Aha. Ah, ich glaube, ich weiß, was das ist. Das ist Tee bestimmt. Schwänze habe ich auf der Arbeit auch. Sehr cool. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Und vor allem, wir waren ja jetzt in Marokko und also tatsächlich diese frische Minze mit heißem Wasser ist natürlich kein Vergleich zu diesen Beuteln. Aber die sind auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Alternative. Und ich habe dieses Paket bei mir in der Arbeit stehen und ich mag es sehr, sehr gerne. Ja, auch ein großer Favorit von mir. Meine Favoriten. Sana Jung, Vanille, Cherry, Coco, Karamell, Body. Body Pudding. Geil, Body Pudding. So sieht das aus. Da sind 3 Body Puddings drin. Oh, da denke ich direkt wieder ans Essen. So, wir machen mal das erste zusammen auf. So sieht das aus. Von Rossmann. Isana. Ah, das wackelt auch schon so wie, also so wie Wackelpudding halt. Geil. Geil. Oh, ich habe jetzt hier Vanille. Boah, mega. Mega. Boah, das ist auch so von der Konsistenz. Seht ihr das? Warte, ich schmier mal erstmal irgendwo hin. Am besten an der anderen Hand. Boah, mich kriegt man ja mit Kosmetik. Mich kriegt man einfach mit Kosmetik. Oh, schön. Schön zum Auftragen. Ganz toll. Ganz tolles Gefühl. Oh, und es riecht auch unfassbar gut. Nächstes Paket. Ja, was steht denn drauf? Erfrischend. So, grüner Tee-Mango-Maske und porenfein klärende 3-Minuten-Maske. Sehr schön. Werde ich diese Woche auf jeden Fall noch nicht benutzen, weil ich gestern erst bei der Kosmetikerin war. Aber Masken kann man nie genug haben. Und da weiß ich, dass ich auch da ihrer Meinung bin. Also Masken sind immer ein Must-Have zu Hause. So, was habe ich hier? Sanfte Waschcreme mit wertvollem Mandelöl, trockene und sensible Haut. Sehr, sehr schön. Weil meine Waschcreme geht nämlich aktuell, ja, ist empty halt. Ah, riecht auch nach
nicht so wie ich das jetzt gerade beurteilen kann, sehr gut, weil mit Vitamin E Perlen für trockene und sensible Haut, genau das, was ich habe, weil im Alter kriegt man ja eher trockene Haut und ich habe dann dazu auch noch sensible Haut oder wie meine Kosmetikerin zu mir sagte, eine zickige Haut. Also ich bin gespannt, wie mir das Produkt gefällt, habe ich überhaupt gar keine Erfahrung mit und freue ich mich drauf. Mein absoluter DM Must Have. Hoffe, es gefällt dir. Verpassen zum Waschcreme. Reinigungsschaum, aha. Auch mega interessant. Also ich hatte mal früher Reinigungsschaum, fand ich auch super. Habe ich aber schon lange Zeit nicht mehr benutzt. Und ja, bin ich super gespannt. Gerade wenn dir das gefällt. Milder Reinigungsschaum mit Mandelblütenextrakt für trockene und sensible Haut. Das ist ja das Pendant dazu. Sehr schön, dann habe ich auch wieder eine neue Pflegeserie bei mir zu Hause stehen. Weiter geht's. Schön warm. Ja, schön warm, das will ich immer. Es könnte auch bei mir zu Hause immer durchgehend 30 Grad sein, weil ich bin mega die Frostbeule. Wärmende Fußcreme. Auch wieder, sind wir auch wieder bei dem Thema, bei dem Wetter. Wärmende Fußcreme habe ich auch noch nie gehabt. Wärmt und pflegt kalte Füße. Mega. Die werde ich jetzt gleich direkt mal drauf machen, weil ich habe immer kalte Füße. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Wärmende Fußcreme. Wahnsinn. Dann kann man die sich nämlich morgen schön drauf machen, dann dicke Socken und dann kann man zur Arbeit. Richtig cool. Hast du das selber auch mal gehabt? Verstanden? Achso, nee, da stand jetzt keine Erfahrung von dir drauf. Hast du da Erfahrung mit? Kannst du mir in meine Infobox unten schreiben? Cool, freue ich mich. Freue ich mich auch jetzt Wochenende, dann auf der Couch. Schön! Mein Liebling, wir kommen jetzt zum letzten Paket. Meine Güte, ey, was hat hier? Wahnsinn. Wahnsinn. Aber ich bin noch mal so gespannt, wie ihr mein Paket gefällt. So, was haben wir denn hier? Handcreme, Buttermilk and Lemon. Ach so, das ist ihr Liebling. Glukotest, sehr gut. Sehr schön. Buttermilch ist auch immer. Oh. Ja, man riecht es ganz, ganz leicht. Ganz leicht. Aber das ist auch mega, freue ich mich. Auch für trockene Hände. Auch wieder, sind wir auch wieder bei dem Wetter. Mega gut aktuell. Sehr schön. Mann, das war's. Paket ist leer. Mega, vielen, vielen Dank, wenn du jetzt hier wärst, also fühl dich gedrückt, vielen, vielen Dank für die ganzen tollen Sachen. Ich freue mich darauf, diese zu benutzen und irgendwann natürlich dann auch mein Feedback dazu zu geben in meinen aufgebraucht und platt gemacht. Vielen Dank, vielen, vielen Dank, liebe Alida, es freut mich total. Und gerade, dass ich das erste Tauschpaket mit dir machen durfte, vielen, vielen Dank, dass du diesem zugestimmt hast. Und ja, wie gesagt, das Video von meinem Paket, also auf ihrem Kanal und dann nochmal ihr Kanal, findet ihr in meiner Infobox. Und ich wünsche euch, also ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht es gut, passt auf euch auf. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, würde mich das natürlich super, super freuen. Und vielleicht mir auch noch einen Daumen hoch dazulassen. Macht's gut. Wir sehen uns. Tschüss.